Ja, hallo liebe YouTube-Freunde. Also, ich bin jetzt gerade beim Maisstoppelpflügen. Hier war Mais drin, den haben wir zur Hälfte gedroschen, zur Hälfte gehäckselt. Und ich fahre wie immer mit dem Breischer Wenzki B-Pflug. Ja, ihr habt mich auf mein Krupa-Video mal gefragt, was hast du da eigentlich für Arbeitsscheinwerfer dran, weil die so schön hell sind. Der eine, der hier, das ist ein heller und das ist ein billiger. Das sind zwei verschiedene. Der eine ist ein heller und der andere ist ein billiger. Der hat damals 20 Euro gekostet. Den habe ich auf, lass mich nicht lügen, Westfalia bestellt. Und den anderen habe ich damals bei Hella bestellt. Also der hat damals 90 gekostet und der hat 20 gekostet. Ja, und ihr seht ja, wie tief ich ungefähr fahre. Ich kann es euch jetzt gar nicht sagen, aber ihr seht ja, das ist schon eine ordentliche Furche, die ich hier ziehe. Und das ist ein schönes Beet. Ja, jetzt habe ich einfach gedacht, ich zeige euch das mal, dass man auch mal, wie man auch mal bei Nacht fährt. Dass ihr das mal seht, wie das ist. Nach vorne habe ich keine Arbeitsscheinwerfer dran, weil das muss nicht sein, weil wann fahre ich mal groß nachts? Ich fahre ja nachts gar nicht groß. Jetzt habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mal schnell eine Runde mit. Dann könnt ihr das auch mal von innen sehen, aus der Fahrerperspektive. Also ich habe jetzt mal das Blitzlicht ausgeschaltet. Also ihr seht jetzt original meine Sicht. So sehe ich es jetzt beim Fahren. Ja, hier kommt ein schöner MB-Truck fahren. Das ist der Nachbar mit seinem 900er MB-Truck. Sieht man jetzt nicht mehr so gut, aber ist auch egal. Also liebe YouTube-Freunde, das ist nicht so, dass ich jetzt gar nichts vorne raus sehe. Das ist schon so, ich sehe schon genug. Ne? Also das ist, es sieht auf dem Handy vielleicht jetzt dunkler aus, weil ich Handy das Licht ausgeschalten habe. Jetzt, wenn ich jetzt halt das Ding einschalten würde, würde man nur das Geblende sehen. Deswegen lasse ich das aus. Und das ist schon schön hell nach vorne raus. Also ich sehe schon genug. Ja, liebe YouTube-Freunde, das war's mal wieder von mir. Jetzt habt ihr das mal gesehen, wie man bei Nacht pflügt. Liebe YouTube-Freunde, ihr fragt euch, was ich ganz kurz, was schon auf meine letzten Flugvideos gefragt wurde, ist, warum schaffst du es nicht, eine gerade Furche zu ziehen? Das ist eine ganz einfache Antwort, weil der Pflug kein Stützrad hat. Wenn ein Pflug ein Stützrad hat, das sagt ja schon das Wort Stützrad, der wird ja dann gestützt. Das heißt, der Pflug läuft immer im Traktor nach. Ist das Stützrad weg, kippt der Pflug links und rechts. Der geht auch auf der einen Furche, auf der anderen Seite drüben tiefer rein wie hier. Das ist, weil das Stützrad nicht dran ist. Ich habe kein Stützrad für diesen Pflug. Das war damals, als ich den geschenkt gekriegt habe, nicht dabei. Deswegen habe ich ihn ja auch geschenkt gekriegt. Der Pflug ist, bevor ich ihn gekriegt habe, 10 Jahre lang in der Hecke gestanden. Und liebe YouTube-Freunde, falls einer von euch noch ein altes Wenzki B-Pflug-Stützrad hat, von einem Wenzki B-Pflug-Dreischer, es nicht mehr braucht, ich würde mich drüber freuen. Falls jemand eins hat, kann er mich gerne unten in den Kommentaren was reinschreiben. Ja, falls das Video euch gefallen hat, liebe YouTube-Freunde, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, lasst mir Kommentare da. Falls es euch nicht gefallen hat, lasst mir auch ein Abo da. Und in diesem Sinn, danke fürs Zuschauen.